Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Samstagabend wieder dabei seid. Borussia wirkungslos, ein noch tieferer Tiefpunkt und Gladbach spielt das Stadion leer. Ja, und ich nehme die Aufnahme nach der Niederlage gegen Freiburg auf, noch am gleichen Abend. Normalerweise habe ich mir gesagt, ich mache das nicht, weil ich emotional da noch so geladen bin. Aber ich merke gar nichts mehr. Ich fühle nichts mehr. Und ich glaube, es gibt mittlerweile keinen schlimmeren Zustand mehr. Ich habe das einfach in der zweiten Halbzeit über mich ergehen lassen und ich merke nichts mehr. Ich bin nicht mehr böse, ich bin nicht genervt, ich bin emotional komplett leer. Dass die Mannschaft mich so weit gebracht hat, wo viele mich immer als großen Optimisten hinstellen, das bedeutet dann schon einiges. Und ich habe nicht ansatzweise, und das kommt jetzt von mir, und dann wisst ihr, wie schwer es um Borussia steht. Ich habe nicht ansatzweise eine Ahnung, wie wir nächste Woche in Wolfsburg irgendwas Zählbares holen. Mit einem neuen Trainer, die auswärts heute in Bremen gewonnen haben. Ich habe keinen Ansatz. Ich habe keinen Ansatz, wie das in der Zusammenstellung aktuell möglich ist, dass wir auswärts in Wolfsburg nächste Woche einen Punkt holen. Und wenn es euch genauso geht, lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen da und schreibt mal eure Spieleinschätzung in den Kommentaren. Was soll ich euch sagen? Erstes Tor, Gregoritsch, du hast dreimal die Chance, das zu unterbinden. Luca Netz fälscht den Ball unglücklich ab. Omlin hätte noch eingreifen können. Skelly kommt viel zu spät. Ist wieder, ja, ein billiges Tor. 2-0. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Merlin Röhl, an dem wir mal interessiert waren, überragender Kicker, waren aber anscheinend keine 1,5 Millionen, 2 Millionen da. Jetzt ist der Mann über 10 Millionen wert. Und schießt den Ball ganz, ganz entspannt von der 16er Kante ins kurze Eck. Habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich in der Kreisliga mal so entspannt abschließen konnte. Omlin kommt dann natürlich auch in der kurzen Ecke, sieht blöd aus. Auch beim ersten Tor sieht es blöd aus. Ja, dann 57. wieder über die Seite von Luca Netz. Wird Hops genommen, wenig Unterstützung. Ja, und dann beendet Doan das Spiel mit einem 3-0. Und wir sind dann noch irgendwie bemüht, aber ich habe da nichts mehr gefühlt, ehrlicherweise. Normalerweise hätte ich mir das Spiel von der zweiten Halbzeit nochmal angucken müssen, weil ich einfach resigniert habe. Ich habe das dann mit nur einem Auge dann irgendwie noch verfolgt, aber ich war einfach im Kopf so leer, dass ich gar keine Szene mehr irgendwie so richtig noch mitgeschnitten habe. Und ich habe nur eine Frage an euch. Ich habe nur eine Frage und ich hoffe, dass mir jemand das in den Kommentaren beantworten kann, damit selbst ich wieder Hoffnung schöpfe. Wie soll das mit der Besetzung, da nehme ich alle mit ins Boot, im Sommer besser werden, dass wir den Turnover schaffen? Ich habe keine Idee mehr. Ich weiß es nicht. Wirkus und Schmadtke. Wirkus bricht auf der Tribüne fast zusammen. Schmadtke sitzt wie eine beleidigte Leberwurst auf der Bank, weil er degradiert wurde. Dann sehe ich da einen Aretz im Anzug in der VIP, wo ich keine Ahnung habe, was der seit seiner Beförderung in den Vorstand macht. Dann sehe ich jede Woche die Pressekonferenzen von Lübbe und Lessenich, die dann einfach nach einem roten Faden abgespult werden. Komplett langweilig. Und das zieht sich durch den ganzen Verein. Das zieht sich so dramatisch durch den ganzen Verein. So eine Lethargie, so eine Art Schlafwagen, so eine Selbstbeweihräucherung, dass das komplett auf dem Platz wiederzusehen ist. Das ist komplett auf dem Platz wiederzusehen. Und ich bin mittlerweile, glaube ich, auch der Überzeugung, dass ich seit 2 Jahren falsch liege. Dass ich den Kader wirklich von den Namen her maßlos überschätzt habe. Und wir befinden uns jetzt auf Platz, keine Ahnung, wir werden gleich auf die Tabelle gucken, ob wir noch auf Platz 12 sind. Aber ich habe nicht ansatzweise eine Ahnung, wie wir nächste Woche in Wolfsburg bestehen sollen. Keine Ahnung. Kommen wir kurz zur Aufstellung. Fangen wir im Tor an. Ist halt auch wieder so ein Borussia-Schicksal, dass wir in den letzten Jahren bei einigen Entscheidungen immer wieder falsch liegen. Ich hätte Omlin heute auch ins Tor gestellt, aber es ist ja bezeichnend eigentlich dafür, dass er an den ersten 2 Gegentoren ihn mal nicht komplett rausnehmen kann. Beim ersten kann er rauskommen, dann sieht Skelly nicht so blöd aus. Dann beim zweiten, kurze Ecke, an einem guten Tag hält er den, ist einfach auch absolut bezeichnend für unsere Situation. Ich mache hier heute auch keine Noten. Ich habe erstens die zweite Halbzeit komplett resigniert, dass ich da gar nicht mehr aufmerksam geguckt habe und habe gar keinen Bock, mir die nochmal reinzuziehen. Deswegen kriegen von mir auch alle eine 6. Auch wenn die erste Halbzeit, ich will das gar nicht als Entschuldigung nehmen, wenn du dich 3-0 zu Hause abschlachten lässt. Und das Schlimme ist ja, nennen wir das Kind beim Namen, Freiburg hat mit 50% gespielt. Die waren doch scheiße. Freiburg ist da hingefahren,
Digga, die hätten eine ganze Woche, die hätten die ganze Woche Urlaub machen können, die hätten uns die Hosen ausgezogen. Da ist, die haben mit 50% und Handbremse angezogen gespielt. So, und haben uns trotzdem 3-0 nach Hause geschickt oder 3 eingeschenkt zu Hause. Einen Luka Netz. Ja, wir haben, ich habe mir gehofft, dass das reicht vor der Saison mit Netz und Ulrich auf der Linksverteidigerposition. Nur haben wir auch Leute, die bezahlt werden, um nicht zu hoffen, sondern um das zu sehen und um zu sehen, dass Luka Netz leider, leider einfach noch überfordert ist in der Viererkette. Das muss man einfach so sagen. Und das sehen wir in einigen Spielen. Manchmal macht er gute Spiele in der Viererkette, aber dann hast du halt immer wieder so Spiele drin. Heute alle 3 Tore halt über seine Seite. An einem hat er mehr, an einem anderen weniger Schuld. Aber das muss man einfach erkennen. Genauso wie Nico Elvedi ist eine wirklich, wie gesagt, ein Paradebeispiel dafür von meiner maßlosen Überschätzung von mir in den 2 Jahren. Das ist nichts. Ich kann das nicht mehr. Auch den Joe Skelly, der beim ersten Tor wieder zu spät kommt. Aber ich will das gar nicht festhalten. Das zieht sich auch bei Rocco Reitz rein, der gefühlt von Woche zu Woche auch mit den Leistungen abnimmt. Und selbst wenn man das schon beim Rocco Reitz sieht, dann wissen wir, dass die Stunde geschlagen hat. Was soll ich denn hier noch bewerten? So, ein Jordan hängt da vorne in der Luft, kriegt keine Bälle. Ein Robin Hack ist bemüht, aber auch glücklos. So, dann kommt dann Player in Gumo Schwanschara, wo es schon zu spät ist. Und ich kann euch da nichts sagen. Mir fehlt jegliche Fantasie, wie wir nächste Woche in Wolfsburg Punkte holen sollen. Schreibt's mir in die Kommentare. Wir gucken jetzt mal auf die Tabelle und wir sind schon auf Platz 13 abgesackt. Je nachdem, wie es morgen läuft, wir werden auf Platz 13 bleiben, definitiv, weil ich glaube nicht, dass Bochum ca. 20-0 gewinnt gegen Darmstadt. Ja, aber wir gucken uns mal das Restprogramm jetzt an, kurz. Nächste Woche in Wolfsburg mit neuem Trainer. Wird schwierig. Zu Hause gegen Dortmund. Die führen jetzt in der Halbzeit 1-0 gegen Bayern. Dann in Hoffenheim. Schwierig bei unserer Auswärtsperformance. Dann gegen Union Berlin. Da sage ich, könnte das Spiel drin sein, was uns den 15. Tabellenplatz rettet. Auswärts in Bremen. Mit Sicherheit irgendwas drin. Wenn sich die Mannschaft dann vielleicht nochmal raffen muss auch. Dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und dann am letzten Spieltag in Stuttgart. Also, Respekt. Das werden noch harte Wochen für unsere Borussia. Und es ist ja nicht so, als würde... Ich bin ja hier der Dulli, der hier irgendwas vorträgt. Aber das ist ja nicht nur so, als würde ich das so sehen. Das sind Ex-Spieler, die mir das genauso sagen, wie ich euch jetzt hier vortrage. Man sieht es auch in den Medien, den Bernd Kraus, es sind doch so viele Spieler, die eng mit dem Verein verwurzelt sind und das ähnliche predigen wie ich. Es muss sich massiv was ändern und dass ich hier sitze und gar nichts mehr fühle. Damit wissen wir, wie es um Borussia steht. Und damit wünsche ich euch ein schönes Osterfest. Nehmt es alles nicht so ernst. Viel, viel Zeit und schöne Zeit mit eurer Familie und vor allen Dingen viel Gesundheit. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.